Bleib cool. Konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360 Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? Dann hol's dir! Nintendo, I want it all! Industrienationen treffen sich heute, um über Super Nintendo ist ein brandneues 16-Bit-Videospielsystem. Top-10-Listen sind ja immer so eine Sache. Jetzt gibt's die einen, die sagen, es gibt Titel, die müssen auf jeder Top-10-Liste sein. Und dann gibt's mich, der sagt, ist mir alles egal, das ist meine Top-10-Liste mit den Spielen, die ich als die 10 besten Super Nintendo-Spiele aller Zeiten empfinde. Und deswegen kann diese Liste auch abweichend sein von deiner Meinung und das ist okay. Lass mir in den Kommentaren da, wo ich falsch liege und was deine Top 10 Super Nintendo Spiele sind. Mit den ganzen aus dem Weg fangen wir jetzt an. Platz 10 geht an Biker Mice from Mars, einem isometrischen Rennspiel zu einer der zahllosen 90er-Jahre-Cartoons, die auf den Erfolgszug der Ninja-Schildkröten aufgesprungen ist. Ich fand die Serie allerdings hervorragend und das Spiel habe ich als Kind absolut gefeiert. Manch einer würde Rock'n'Roll Racing hier bevorzugen, da es sich sehr ähnlich spielt, aber in meinem Herzen haben die Motorradmäuse einfach die Nase vorn. Platz Nummer 9 geht an Super Mario World, das wahrscheinlich erste Spiel, das jeder von uns auf dem Super Nintendo gespielt hat, oder zumindest die meisten. Und mit Super Mario World haben wir dann wohl auch einen der Heavy Hitter von Big N schon aus dem Weg geräumt. Mario World ist bis heute mein zweitliebstes Mario-Spiel überhaupt. Davor steht nur Super Mario Land, aber um den Game Boy geht's ja jetzt heute hier nicht. Die Grafik, die Musik, das Leveldesign, die Fähigkeiten, Yoshi, das alles macht Super Mario World bis heute legendär. Platz Nummer 8 für Illusion of Time oder auch Illusion of Gaia, wie es im Rest der Welt heißt. Als ich damals Zelda A Link to the Past durchgespielt hatte, dürstete es mich nach mehr Spielen in diesem Stil und es hat recht lange gedauert, bis Illusion of Time dann in mein Leben trat. Sicherlich nicht perfekt, aber für mich mit jeder Menge wundervoller nostalgischer Erinnerungen verknüpft, kann ich keine Top 10 Liste ohne Illusion of Time zusammenstellen. Platz Nummer 7 geht an das in meinen Augen beste Sportspiel aller Zeiten. Und nein, es ist nicht NBA Jam, Leute. Es ist International Superstar Soccer Deluxe.
Das ist wohl mit eins der für mich am häufigsten gespielten Super Nintendo Spiele ever. Meine beiden jüngeren Cousins und ich und all meine Freunde konnten damals einfach nicht genug davon kriegen. Und ISS Deluxe ist bis heute jederzeit geeignet, um einfach mal eine Viertelstunde totzuschlagen. Voll geil! Geht an die Legende höchst selbst. Mein allererstes Zelda und bis heute mein Lieblings-Zelda-Titel, an dem sich alle anderen Zelda-Titel, die danach kamen, messen mussten, und die meisten haben den Vergleich einfach nicht standgehalten. Zelda 3 A Link to the Past hat mich in die zauberhafte Welt der Action-Adventures eingeführt. Es war mein erstes und es wird für alle Ewigkeit einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Platz 5 geht an ein Spiel, das sich mir jahrelang entzogen hat. Und mit jahrelang meine ich 25 Jahre fast. Denn ich habe erst 2019 zum ersten Mal wirklich ernsthaftes Super Metroid gespielt. Und ich bin immer noch absolut begeistert von der unheimlichen Atmosphäre, dem wirklich cleveren Leveldesign und dem unfassbaren Soundtrack. Ein Spiel, das seinesgleichen sucht und eines, das wirklich jeder mal gespielt haben sollte. Platz 4 für das, in meinen Augen, also Leute, das ist wirklich no contest, Terranigma ist das beste Action-Adventure auf sämtlichen 16-Bit-Konsolen. Terranigma hat alles, was Illusion of Time für mich so toll gemacht hat, einfach nochmal um 2 Stufen aufgedreht und liefert eine spannende Geschichte, nahezu perfektes Gameplay und eine Präsentation, deren Klasse nur wenige andere Titel auf dem Super Nintendo oder dem Mega Drive oder dem TurboGrafx 16 oder was auch immer für eine andere Konsole überhaupt noch erreichen. Exklusiv für Europa und Japan erschienen, war Terranigma damals das letzte Spiel, das ich auf dem SNES gekauft und durchgespielt habe, bevor die nächste Konsolengeneration das Ganze dann abgelöst hat. Platz auf dem Siegerpodest und die Bronzemedaille für das Fighting Game überhaupt, Street Fighter 2 Turbo. Leute, muss ich dazu überhaupt was sagen? Spielt Street Fighter 2 Turbo. Besser wird's nicht, wenn es um Fighting Games auf 16-Bit-Konsolen geht, Leute.
Silber haben wir hier für das allererste Spiel, das ich durchgespielt habe, nachdem ich vor gut 5 Jahren wieder in die Welt des Super Nintendos eingetaucht bin. Und ich bin der Meinung, das ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste Rollenspiel für die komplette 8- und 16-Bit-Generation insgesamt. Chrono Trigger ist einfach ein Erlebnis und es ist eine Schande, dass wir dieses Spiel in Europa nie offiziell für das Super Nintendo bekommen haben. Wer es nicht kennt, hat absolut etwas verpasst. Final Fantasy VI oder bei uns Final Fantasy III wäre ebenfalls ein heißer Kandidat gewesen, aber ich persönlich verbinde Final Fantasy VI eher mit der PlayStation 1. Daher geht Platz 2 meiner Top 10 Liste an Chrono Trigger. Und jetzt Leute, keine Überraschung für die meisten von euch, meine unangefochtene Nummer Uno und das bis heute für mich absolut beste Arcade Beat'em'up mit dem höchsten Spaßfaktor, egal ob alleine oder Multiplayer, Cowabunga Dude, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, ist für mich, der in den 80ern aufgewachsen ist und ohne den Turtles Cartoon wahrscheinlich niemals freiwillig Pizza gegessen hätte, einfach das perfekte Spiel, um eine halbe Stunde Zeit totzuschlagen und alles andere auszublenden. Ich gebe mich so gerne dem Radical Soundtrack Dude hin und verbeul Schredder der alten Blechbirne und seinen Fußsoldaten das Gesicht. Turtles in Time ist für mich das beste Super Nintendo Spiel ever. Ja, wie gesagt, das war meine Top 10. Der ein oder andere von euch mag jetzt die Haare über dem Kopf zusammenschlagen. Wo ist Mario Kart? Was ist hier los? Wieso kein Yoshi's Island? Warum kein Donkey Kong Country? Das sind alles berechtigte Fragen, Leute. Die Wegfindung hierzu, die haben wir live auf Twitch im Stream zusammengefasst. Und so werde ich das in Zukunft mit all meinen Top 10 Listen machen. Also guckt auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kommt aufs Discord, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, wie die ganze Scheiße funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich will in den Kommentaren lesen, wie eure Top 10 aussieht. Macht's gut, Leute!